Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Sascha Salzmann und im Rahmen meiner Poetikdozentur für Gender in der literarischen Welt spreche ich mit Denkerinnen und Macherinnen aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. Heute mit Nejati Osiri. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Heute ist die Gesprächssituation etwas anders, denn Nejati hat ganz viele Fragen mitgebracht, die wir gemeinsam erörtern werden. Ich freue mich sehr. Und bevor ich dich vorstelle, möchte ich mich für die Auszeichnung mit der Ricarda Huch Poetikdozentur bedanken bei ein paar Leuten. Und zwar an Bettina Warig und Juliette Wedel, vielen Dank, vom Braunschweiger Netzwerk für Gender und Diversity Studies der TU Braunschweig. Danke auch an Annette Bold-Stülzebach von der Stadt Braunschweig und vielen Dank an Caroline Bohn von der Germanistik der TU Braunschweig. Vielen Dank auch an Declan Harley, unseren Filmmenschen. So, Nejati, vielen Dank, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank auch von meiner Seite. Sascha, ich muss dich eigentlich nicht vorstellen, ich tue es trotzdem. Du bist Autorin, du hast szenisches Schreiben an der UdK studiert, schreibst aber längst nicht nur Dramatik, sondern auch Essays und Romane. Ich darf verraten, dass du an deinem zweiten Roman arbeitest. Trotzdem würde ich behaupten, kommst du ursprünglich aus dem Theater. Wir beide haben uns kennengelernt im Ballhaus-Naunin-Straße und dann so richtig am Maxim-Gorki-Theater, wo du 2 Jahre lang das Studio Ja geleitet hast. Gegründet und geleitet, muss man in dem Fall dazu sagen. Du bist auch Regisseurin. Und hast 2 Theaterstücke inszeniert. Vielleicht können wir auch über das Verhältnis später sprechen. Unzählige Preise, die ich jetzt gerade alle nicht aufzähle. Aber etwas, das manchmal so ein bisschen unter den Tisch fällt, du bist auch Aktivistin. In allererster Linie kenne ich dich, habe ich dich kennengelernt als Aktivistin. Und ich weiß, wenn es eine Demo in Berlin gibt, dann weiß ich mehr oder weniger, wo du bist. Und eine zweite Sache, die ich auch noch interessant finde, ist für mich in erster Linie, bist du eine Freundinnenkreisgründerin, wenn man das so sagen möchte. Wenn es eine Eigenschaft gibt, die ich mit dir und deiner Arbeit verbinde, dann, dass du Menschen zusammenbringst. Als Regisseurin bringst du Menschen zusammen, als Kuratorin. Ich habe diese Art von Kuratieren so richtig erst von dir gelernt, Menschen zusammenzubringen. Und das tust du auch in deinem Schreiben. Und vielleicht können wir auch dazu ein bisschen was sagen. Bevor du was fragst, muss ich dich vorstellen. Ah. Ich habe dich noch nicht vorgestellt. Okay. Genau, wir kennen uns aus dem Ball aus Naunin-Straße. Quasi der Gründungsmythos des postmigrantischen Theaters geht zurück auf Berlin-Kreuzberg-Naunin-Straße. Bevor wir uns da kennengelernt haben, hast du Philosophie, Germanistik und Neudeutsche Literatur in Bochum, Istanbul und Berlin studiert. Du warst Stipendiat der Heinrich-Böll-Stiftung und unterrichtetest an der Ruhr-Universität Bochum formale Logik. Wir beide waren Dramaturgen am Maxim-Gorki-Theater Berlin. Nejati hat das liebevoll die Dramatologie dann bezeichnet. Nach mir warst du der künstlerische Leiter des Studio Ja. Insofern, wir sind quasi Teile eines langen Zopfs, der geflochten wird in diesem Studio, an diesem Theater. Deine Theaterstücke laufen mittlerweile in Berlin, Zürich, Mannheim und Thurn im deutschsprachigen Raum. In Mannheim wirst du dieses Jahr Hausautor, Mazel Tov, zu dieser Auszeichnung. Das ist ein toller Ort und ein toller Job. Du bist auch Essayist, vielleicht können wir auch über deine Essays und ein paar deiner Ansätze sprechen. Und momentan und schon seit einigen Jahren bist du Dramaturg des Theatertreffens in Berlin und Leiter des Internationalen Forums, was ebenfalls im Grunde genommen eine Brutstätte der Communities ist. Mhm. Das ist ein Ort, an dem du Kunstschaffende aus der ganzen Welt zusammenbringst. Sehr, sehr beeindruckende Arbeit. Yes. Meine erste Frage. Wir haben auch ein paar Fragen von Studierenden bekommen und ich würde gerne mit einer Frage starten, die uns zugesendet wurde. Und zwar in deinem Roman Außer sich sagt Valja, dass die Erinnerung ein Parasit sei. Ich habe von dir in unserem ersten Schreibworkshop, das war eine Literaturwerkstatt mit dem Titel Die Flucht, die mich bedingt, vor allem gelernt, wie man mit Erinnerungen umgeht, was eine Form von autofiktionalem Schreiben sein könnte. Was ist Erinnerung für dich? Okay, ich lege mal die Karte weg. ich glaube, Erinnerung ist Identitätsbildung. Eigentlich ist Erinnerung das Fundament für alles, was ich weiß. Weil meine Identität gebildet wird auf der Reibungsfläche dessen, was man mir erzählt hat, wer ich bin.
In der Spannung dazu, was ich denke, wer ich bin. Ich habe eine Erinnerung an Geburtsort oder einen Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Ich habe eine Erinnerung an die Geschlechterzuschreibung. Ich habe eine Erinnerung an die Schulzeit. Ich habe eine Erinnerung an Sprachen, die ich gelernt habe. Und ich glaube, dass für mich die Auseinandersetzung mit Erinnerung fundamental ist für das, was ich mache, weil alles beruht auf Erinnerung. Schreiben, und ich begreife mich, glaube ich, in erster Linie als schreibender Körper, schreiben ist immer zurückblicken. Ich kann im Vollzug von Aktionen oder wenn politische Umstürze passieren, nicht darüber schreiben. Ich bin an einem Ort und blicke zurück, weißt du, wie der Engel von Klee. Weil ich glaube, dass Kunst immer eine Verarbeitung ist und das, was jetzt gerade passiert, kannst du nicht sofort verarbeiten. Insofern geht es um meine Erinnerung an einen bestimmten Umstand. Wir gucken immer zurück. Insofern, die eigentliche Source, die wir haben fürs Schreiben, ist Erinnerung. All das ist Erinnerung. Eine sehr subjektive Erinnerung, eine fundamental andere Erinnerung als etwas, was wir in Geschichtsbüchern finden oder in Biologiebüchern finden, etwas, was uns in der Schule beigebracht wird. Es ist selten so, dass subjektive Wahrheiten als Fakten uns nahegebracht werden und Kunst ist für mich eine subjektive Wahrheit. Und doch glaube ich, dass da drin mehr von dem steckt, was wir suchen, wenn wir in Büchern blättern, als in zum Beispiel Schulbüchern oder Geschichtsbüchern. Du hast gerade beschrieben, es ist alles, was ich über Männer und Frauen und Gender gelernt habe, ist Erinnerung. Würdest du beschreiben, also weil du auch sehr oft von dem Archiv redest, Literatur als Archiv, würdest du beschreiben, dass sozusagen, ja, Literatur so eine Art körperliches Archiv ist oder ein Archiv körperlichen Wissens? Witzig, in meinem anderen Gespräch mit Sabine Haag, auch in diesem Rahmen haben wir länger darüber gesprochen, ob Literatur auch Archive sind. Ich glaube, dass wie Archive da klarer definieren müssen. Im Grunde genommen ist alles, was wir hinterlassen, irgendwie Zeugenschaft von dem, dass wir da waren. Die Tatsache, dass etwas produziert wird, um zu bleiben, verändert das nochmal. Also man kann Dinge ja zufällig hinterlassen. Manche Leute hinterlassen Tagebücher, die waren nie so gemeint, dass man sie liest. Jemand wie Kafka hat so getan, als würde er nicht wollen, dass man das liest, aber natürlich war das für eine Öffentlichkeit geschrieben. Und ich glaube, für mich gibt es da einen essentiellen Unterschied, ob ich das intendiere, ob ich weiß, dass ich für eine Zukunft schreibe. Und ich glaube, ich schreibe immer für eine Zukunft. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass auch mein Aktivismus, den du erwähnt hast, nicht für heute ist. Und das habe ich ein bisschen verstanden oder angefangen zu denken, als ich etwas von Angela Davis gehört habe, die gesagt hat, in einem Vortrag, den ich nur auf YouTube sehen konnte, die Tatsache, dass ich hier sitze, ist die Arbeit von Menschen von Hunderten von Jahren. Einfach, dass ich hier auf einem Podium sitzen kann. Das heißt, alles, was ich heute tue, ist für die Menschen in der Zukunft. Und ich glaube, dass, wenn wir über Erinnerung sprechen, diese Leute haben auf eine Art für mich heute geschrieben. Und ich schreibe nicht für meine Generation, sondern für etwas, was später dann Lust hat, nachzulesen oder nachzuschauen, gab es diese Realität. Okay, ich würde gerne bei diesem Geschichte, Zeitlichkeit, Erinnerung, Archiv, Komplex so ein bisschen noch bleiben. Also, weil das sind ja zwei gegenläufige Sachen. Das eine ist, du schreibst Vergangenheit, Erinnerung ist meine Quelle und andererseits aber für eine Zukunft. Und gibt es da auch eine Gegenwart irgendwo? Im Schreiben. Ja, also wenn du sozusagen schreibst, meine Quelle ist das, was ich erlebt habe, auf eine Art Erinnerung und jetzt nicht ich persönlich körperlich erlebt, sondern das, was wir als Menschheit erlebt haben, gefiltert durch Körper, die das Erleben aufschreiben und so weiter, lesen, aufschreiben. Lesen ist ja ein bisschen wie Erleben. Und du schreibst es aber nicht für heute, sondern für eine Zukunft. Was ist mit dem Heute sozusagen in diesem Verhältnis? In dem Heute schreibe ich.
Das Heute ist wahrscheinlich der Ort, an dem Dinge stattfinden. Der transformiert aber. Er wird zu etwas anderem, weil wir kennen das alle, du kennst es auch, wenn du was geschrieben hast und dann in ein paar Jahren denkst du dir, wo war ich da? Ich lebe heute in so einer anderen Realität. Die Klammer ist dieselbe, es ist deine Gegenwart. Aber du bist jemand anderes und du siehst die Dinge anders und die Umstände, die politischen Umstände sind meistens andere. Und ich glaube, dass Gegenwart ein Ort des Schreibens ist, aber immer mit der Prämisse, dass es weitergeht. Das finde ich interessant, weil man, das steckt da so ein bisschen unterschiedlich drin. Du hast wie so ein bestimmtes Geschichtsbild, also wenn wir bei dem Engel der Geschichte bleiben, Vergangenheit und Zukunft sind Dinge, die aus der Gegenwart heraus konstruiert werden. Wenn du sagst, ich schreibe für eine Zukunft, dann ist das ja eine Zukunft, die wir von dem heutigen schreibenden Standpunkt aus uns vorstellen. Und wenn wir sagen, wir schreiben über die Vergangenheit oder wir schreiben das Vergangene, dann ist das ja auch etwas, was wir konstruieren oder rekonstruieren, oder? Ich glaube, ich schreibe für keine Zukunft, die ich mir imaginiere, sondern die ich mir wünsche, vielleicht so. Aber Schreiben ist für mich zweckfrei. Also es ist nicht so, dass ich das tue damit, sondern ich gehe davon aus, dass. Und ich gehe davon aus, dass im besten Fall es in der Zukunft Menschen geben wird, Körper geben wird, die die Realität, die ich versuche zu beschreiben, nicht nur interessiert, sondern dass sie weiterdenken, dass sie besser machen, dass sie besser schreiben auf eine Art, aber dass sie wissen, dass es uns gegeben hat, weil das nicht selbstverständlich ist. Und mir fällt jetzt eine Frage zu deinem Schreiben ein, weil ich finde es interessant, dass was du machst in deinen Theaterstücken ist, nicht in allen, aber in den letzten zwei, du nimmst Klassiker, die es gibt, deutsche Klassiker, wir reden über Kleist, gerade sitzt du an Wagner, und das ist etwas aus der Vergangenheit. Der neumodische Begriff dafür wäre wahrscheinlich dated, die sind dated, wenn man das höflich formulieren möchte, und machst du sie heutig oder schreibst du sie in eine Zukunft hinein? Was machst du mit diesen Stoffen? Ich würde behaupten, ich korrigiere sie. Also ich wünsche, sie wären dated, aber leider finden ja viele Theaterhäuser, dass die überhaupt nicht dated sind. Also die werden ja hoch und runter gespielt. Zum Beispiel welche Theaterstücke? Naja, also die Verlobung in Santo Domingo zum Beispiel ist ja eine Kurzgeschichte von Kleist. Und nach meiner Korrektur haben mir ganz viele geschrieben, ja, ist ja klar, dass das alles rassistisch und sexistisch und so weiter ist. Ich würde da offene Türen einrennen. Wenn das aber so ist, frage ich mich, warum spielen alle diesen Stoff immer noch? Ich habe noch eine Inszenierung, eine wirklich unsägliche Inszenierung am Residenztheater in München gesehen. Und so weiter und so weiter. Von Santo Domingo, wo das alles reproduziert wurde. Genau, wo wirklich alle Ismen, die man sich so vorstellen kann, reproduziert werden. Und das Gleiche gilt ja für Wagner. Ne? Also Wagner-Büsten, Wagner-Museum, der Ring des Nibelungen wird ja überall immer noch gespielt. Und mein Zugang ist dann eher, okay, was machen wir mit dieser gewalttätigen Geschichte, die wir nun mal haben? Kann ich Geschichte umschreiben? Kann ich auf eine Art Dinge auch irgendwie so korrigieren, dass wir damit heutzutage noch was anfangen können? Und dann hole ich die nicht ins Heute, ich mache die auch nicht heutig, sondern ich gucke mit so bestimmten Operationen, was muss ich ändern, damit das Ding in einem heutigen Kontext oder in einem heutigen Diskurs überhaupt noch irgendwie spielbar ist. Irgendwie versuche ich die Dinge auch zu retten auf eine Art, aber nicht, weil mir die persönlich so wichtig sind, sondern weil es einfach Fakt ist. Die werden gespielt und ich gucke sozusagen, okay, wie kann ich da eine Reibungsfläche gewinnen, auf der ich tanzen kann, sozusagen so ein bisschen. Es ist erstmal ein Material, das mich beschränkt und dann passieren immer noch ganz viele Dinge, mit denen ich beim Konzipieren nie gerechnet habe. Aber der Zugang ist tatsächlich zu gucken, wie kann ich Geschichte aneignen? Ich mag auch diesen gewalttätigen Eingriff in die Geschichte. Ich würde aber für mich persönlich nie sagen, ich schreibe für eine Zukunft. Ich hoffe immer, dass ich wünsche mir wirklich nicht, dass ich in 50 oder 100 Jahren gelesen werde. Weil ich nicht hoffe, dass wir in 50 oder 100 Jahren noch die gleichen Probleme haben. So, ich schreibe immer für hier und für heute und
würde mir am liebsten wünschen, dass man das gar nicht morgen schon nicht mehr braucht, was wir heute schreiben. Aber weißt du, ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen Prosa und Drama, weil Theater immer nur in der Jetztzeit funktioniert, weil das Konzept von Theater ist, wir teilen Zeit und Raum. Deswegen funktionieren Theateraufzeichnungen nicht. Du musst in dem Raum sein, du musst miteinander schwitzen, Angst haben und danach denken, wir haben etwas durchgemacht. Etwas, was du nicht pausieren kannst übrigens. Und im Prosa ist es genau anders. Im Prosa ist ein intimer Prozess, du und das Buch. Du kannst jederzeit zumachen und sagen, ich muss jetzt mal kurz rausgehen. Und Theaterstücke warten nicht, sie sind abgespielt oder nicht. Ein Buch kannst du in 50 Jahren entdecken oder nicht. Es wartet auf dich im Grunde genommen. Ja, das stimmt. Wobei ich zum Beispiel sagen würde, ein Theaterstück ist auch ohne Inszenierung ein Kunstwerk. Also der Text an sich Okay. ist ein Werk und ich würde auch immer allen empfehlen, Theaterstücke auch zu lesen, Ja. weil es gibt großartige Theaterstücke, die schlecht inszeniert werden und umgekehrt. Aber du hast natürlich recht. Das gemeinsame Erlebnis im Theater, Körper, die einander ausgeliefert sind, mehr Gegenwart geht eigentlich gar nicht. Es ist immer hier und heute und im besten Fall denkt man am nächsten Tag noch darüber nach oder es Ja. hinterlässt irgendwie. Aber darf ich da kurz rein, weil ich finde, es gibt noch einen anderen Unterschied, weil es das heißt zwar beides Schreiben, szenisches Schreiben, dramatisches Schreiben, also Schreiben für die Bühne, und es gibt prosaisches Schreiben, also das literarische Schreiben. Und ich finde, wenn ich Romane schreibe, dann ist mein Werkzeug Text, mein Computer, mein Notizbuch, mein Stift. Wenn ich Theaterstücke schreibe, ist mein Werkzeug die Körper auf der Bühne. Kannst du damit was anfangen? Ja, absolut. Also Theater ist so, sind wir sind, Theater funktioniert durch Körper, die einander ausgeliefert sind in einem Raum zu einer bestimmten Zeit. Und deswegen habe ich in meinen Stücken ja zum Beispiel auch immer eine Quote, weil ich einfach möchte, dass bestimmte Körper aufeinandertreffen. Auf der Probebühne schon geht das los. Also gar nicht nur sozusagen in der Präsentation des Werkes, sondern auch im Prozess. Trotzdem arbeitest du ja, oder trotzdem arbeiten wir beide in unseren Theaterstücken auch mit Texten, mit Vorlagen, mit Materialien, bei mir eben Dinge. Also mein Material ist irgendwie auch Wagner, ist irgendwie auch Kleist sozusagen. Und ich gucke, was passiert, wie muss ich das so umschreiben, dass Körper heute damit in ein Spiel miteinander kommen und mir irgendwie was erzählen, was heute noch relevant ist und nicht irgendwie eine Geschichte konservieren, das wollen wir ja beide nicht, Ja. wenn wir mit Geschichte arbeiten. Aber darf ich Ja. aus deiner Quote zitieren, weil ich habe mir das rausgeschrieben. Vor Gottvater Einzeltäter, das ist ein aktuelles Theaterstück, was am Nationaltheater in Mannheim rauskommt, heißt es: Jede Aufführung dieses Textes verlangt, dass Menschen, die sich als Frauen identifizieren, mindestens zur Hälfte auf der Bühne stehen und die Regieposition bzw. die Hälfte des Regieteams stellen. Wenn das bald eine Selbstverständlichkeit ist, spielen wir endlich alle, was wir wollen. Steht da, was wir wollen? Ich hatte gehofft, da steht, spielen wir endlich alle, Ich, wie wir wollen. vielleicht habe ich das falsch abgeschrieben. Ah, okay. Ja, nee, Du kannst ist. es immer noch ändern. Nein, ich habe es geändert. Ich weiß Ah, nicht, okay. welche Version. Vielleicht habe ich es Sascha unter. lektoriert nämlich alle meine Texte und ich weiß Ich nicht, glaube. welche Version du Na, hast. also man muss vielleicht dazu sagen, wir sind so ein Think Tank und wir lektorieren uns Ja? gegenseitig. Und ich finde es aber beachtlich, weil du wirst wirklich der Einzige von uns bist und uns, das ist ein Kreis an KünstlerInnen, die meisten schreiben für die Bühne, aber auch Essays und Prosa. Du bist der Einzige von uns, der diese Prämissen hat. Man kriegt Nijatis Theaterstücke nicht, also man kriegt die Rechte für Nijatis Theaterstücke nicht, wenn man diese Quoten nicht erfüllt. Und vor der Verlobung von Santo Domingo, über die wir gerade sprachen, steht Folgendes: Mindestens zur Hälfte schwarze Menschen und Menschen mit Rassismuserfahrung, sie müssen besetzt werden. Jede Form des Blackfacings und jede Verwendung des N-Worts ist untersagt. Warum schreibst du das, bevor der Text anfängt? Ist es nicht so, dass der Text es an sich generieren kann? Und warum bist du so strikt, dass man dich dann sonst nicht aufführen kann? Naja, im Prinzip ist es nur ein konsequentes Weiterdenken von dem, was wir sowieso versuchen. Also eine der Fragen der Studierenden war ja auch, wie können Theaterstücke wirklich in den Betrieb hineinwirken? Und was wir alle versuchen ist, wir schreiben andere Charaktere und versuchen damit die Ensemblepolitik von Theaterhäusern zu ändern.
Weil wenn wir andere Charaktere schreiben, müssen andere Körper auf der Bühne stehen. Und wenn andere Körper auf der Bühne stehen, müssen die anderen Menschen Geld geben, weil andere Menschen anheuern und bezahlen und so weiter. Und das passiert aber leider nicht immer so. Das ist sozusagen das eine. Die Verlobung in Santo Domingo wird oft gemacht mit, also habe ich ja schon erzählt, ne, und Blackfacing und so weiter. Das heißt, ich habe da wie so eine Art Quote, die viele als Regieanweisung verstehen, aber es ist mehr so eine Produktionsbedingung. Und die führt dazu, dass wir auch auf der Bühne schon den Austausch haben, den ich herstellen. Also qua Form und qua Prozess schon das auf die Bühne holen, was Inhalt des Werkes ist, nämlich sozusagen die Auseinandersetzung mit Rassismus. Und die geht nur, wenn da Menschen mit Rassismuserfahrung beteiligt sind. Und gleichzeitig hole ich mir auch immer eine Perspektive rein, die mir fehlt. Ich habe jetzt die Verlobung in Santo Domingo geschrieben. Das ist ein Stück, in dem es hauptsächlich um den Rassismus gegen schwarze Menschen geht. Gut, jetzt kann ich als Artist of Color irgendwie sagen, habe ich was mit zu tun. Am Ende hole ich mir aber auch etwas rein in dem Wissen, dass ich etwas nicht erzählen kann. Eine Perspektive, die mir eben fehlt. Genau das Gleiche bei dem neuen Stück in Mannheim. Da geht es um den Zusammenhang von Männlichkeit und Gewalt. So, wenn wir also über den Zusammenhang von Männlichkeit und Gewalt reden, dann müssen auch Körper, die als weiblich gelesen werden, auf dieser Bühne anwesend sein und mitreden. Sonst macht es keinen Sinn, wenn man eine Horde Typen hat, die irgendwie darüber reden, wie gewalttätig sind wir eigentlich. Ich kann das auch nicht, also natürlich kann ich recherchieren und zitieren und schreiben und bis zu einem gewissen Grad, aber eben nur bis dahin. Und dann muss Identity Politics kommen und sozusagen den Mangel, der auf meiner Seite herrscht, irgendwie beheben, wenn man das so möchte. Und man sieht ja auch an den beiden Quoten, bei der Verlobung in Santo Domingo habe ich mich nur für den Cast und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, es ist eigentlich zu wenig. Und dann habe ich ausgeweitet auf das Regie-Team dahinter. Und das ist aber natürlich eine Frage, die wir uns stellen. Was können wir schreiben? Also darf ich als Mann Frauenfiguren schreiben? Wie gehen wir mit diesem Diskurs um? Was denkst du? Ich finde es sehr auffällig, dass diese Frage so brennend im Raum steht, vor allem für angehende Schreibende, weil ich finde, auch wenn du zum Beispiel dir die Frage ständig stellst, schreibst du diese Figuren? Ich stelle mir diese Frage und schreibe alle möglichen Figuren, die nicht meinen Background und meine Erfahrungen tragen. Aber bei ganz vielen, die die ersten Schritte machen, steht diese Frage als Blockade da. Und das finde ich beachtlich, also wertfrei beachtlich, weil als ich studiert habe an der Universität der Künste in Berlin, gab es diese Frage nicht. Und das ist nicht so lange her. Ich habe vor 10 Jahren abgeschlossen. Diese Frage stand nicht im Raum. Es hat natürlich dazu geführt, dass die obligatorischen weißen Typen alle Geschichten erzählt haben und wir haben uns geschämt, irgendeine Geschichte zu erzählen. Trotzdem waren wir da freier, weil wir andere Probleme hatten. Aber auch, weil wir dachten, wir erzählen das, was gerade wehtut. Und wenn mir das gerade wehtut, dann können die Leute mir das im Nachhinein vorwerfen, dass ich mich dieser Geschichte bediene, aber ich erzähle meinen Schmerz. heute, und es ist sehr viel in den letzten 10 Jahren passiert, nicht nur auf der Ebene der Identity Politics, sondern im Schreiben und vor allem in der Repräsentation der Stimmen. Und das hat was mit der Digitalisierung zu tun, das hat was mit der Globalisierung zu tun, dass ich Theaterstücke aus Südafrika lese oder aus Peking. Glaube ich, dass die Zuspitzung dieser Frage viele blockiert. An derselben UdK, an der ich abgeschlossen habe, gebe ich Workshops und das ist die brennende Frage. Darf ich das? Und ich glaube, das ist eine Ausrede. Ich glaube, das ist keine Frage, sondern das ist eine Entschuldigung für eine Blockade. Ich glaube, dass die Leute, die da sitzen, bevor sie irgendwas geschrieben haben, bevor sie wissen, was sie schreiben wollen und sagen, aber ich darf ja nichts schreiben, weil ich bin weiß oder cis oder hetero, wissen nicht, was sie schreiben wollen und behaupten, es liegt daran. Ich glaube, dass es ewig braucht, zu verstehen, was man eigentlich will. Also im Schreiben. Natürlich rede ich über meine eigene Erfahrung. Ich kann nicht sagen, es ist bei allen so, aber so wie ich Schreiben kenne und so wie ich Schreiben unterrichten kenne, und das mache ich jetzt auch schon seit 10 Jahren, ist es so, dass
der Prozess dahin zu kommen, zu verstehen, welche Geschichte du eigentlich erzählen willst, so lange dauert, dass du jede Ausrede dankbar annimmst, warum das gerade nicht klappt. Mhm. Und ich verstehe das, aber im Grunde genommen ist das eine indiskutable Frage. Alle dürfen alles weiter. Was gibt es denn eigentlich? Was gibt es eigentlich zu diskutieren? Worüber reden wir eigentlich? Reden wir darüber, dass weiße Menschen mehr Macht haben? Langweilig. Reden wir darüber, dass an Schreibschulen Menschen mit Bildungshintergrund vorrangig da sind? Langweilig. Nächste Frage. Was wollen wir eigentlich? Mhm. Wir wollen eine Geschichte erzählen. Mhm. Welche Geschichte wir erzählen wollen, wissen nur wir. Ich glaube, dass für meine persönliche Erfahrung, und ich habe diese Frage sehr oft, wessens Erfahrungsschatz bediene ich mich? Mhm. Ich glaube, das, was ich in den Ring werfen möchte, ist mein Vorschlag dazu, wie es gewesen sein konnte oder wie es sein muss in der Zukunft. Und ich bin da, um kritisiert zu werden. Mhm. Also ich finde, Kritik und Dialog gehören zu einem künstlerischen Prozess dazu. Mhm. Und wenn mir Leute sagen, du hast diese Erfahrung nicht gemacht, warum schreibst du das auf? Mhm. Kann ich es aber erklären, weil das ist die Geschichte, die erzählt werden muss. Das habe ich nicht verstanden. Du kannst es erklären, warum du es trotzdem tust. Ja, weil das ist die Geschichte, die wirklich erzählt werden muss. Mhm. Wenn ich da jahrelang dran saß, dann ist das die Geschichte. Wenn ich irgendwas mache für einen Stückauftrag, weil das ist ein Usus an Theatern, dass man uns sagt, schreib was zu Rassismus oder schreib was zu AfD. Oder ich weiß genau, was du meinst. Das ist... sagen wir, es ist vielleicht nicht ein Kern des Problems, aber es ist einer der Schritte zum Problem. Mhm. So funktioniert Kunst nicht. Mhm. Wir sind nicht buchbar und unsere Wunden sind nicht berechenbar. Es kann sein, dass ich was zu meinem Jüdischsein schreiben möchte, es kann aber auch sein, dass nicht. Aber wenn ich mir die Mühe gemacht habe, zu dem Ursprung zu kommen dessen, was meine Geschichte ist, stehe ich dafür hundertprozentig ein. Mhm. Ich versuche das mal, weil du hast jetzt so viel gedroppt. Wenn ich das jetzt sozusagen an mich ranhole, dann stand ich natürlich da und habe mich gefragt, kann ich die Verlobung in Santo Domingo, ein Stoff, in dem es hauptsächlich um den Rassismus gegen Schwarze geht, kann ich das erzählen? Und wir haben ganz lange geredet und ein ähnliches Plädoyer hast du damals auch an mich gehalten. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, die Frage ist gar nicht, darf ich das, sondern wie kann ich das, weil ich muss. Yeah. Ich muss. Ja. Und das, wenn mich heute noch Journalistinnen fragen, antworte ich meistens, ich habe mir Kleist gar nicht ausgesucht, der hat sich mich ausgesucht in der Schule und so weiter und so weiter. Dann kann ich eine Geschichte dazu erzählen, inwiefern ich mit diesem Stoff persönliche Begegnung hatte während meiner Uni. Ich habe das auch mal in einem Interview sogar gesagt, dass ich eine schwarze Kommilitonin hatte und wir mussten gemeinsam ein Referat über diesen Stoff halten. Und ich wollte den Rassismus darin thematisieren und sie hat gesagt, no, ist nicht mein Job, ist dein Job, ja. Macht ihr. Und das ist hängen und dann habe ich angefangen, okay, vielleicht habe ich Lust, diesen Job und so weiter. Es muss also irgendwie eine Form von persönlicher Involviertheit mit dem Stoff geben, aber nicht als Legitimation, dass wir das dürfen, sondern einfach, damit es gut wird. Genau. Ich glaube, dass ein Werk dann, was auch immer die Sache ist, aber der Sache oder der Außenwelt dient, wenn es maximal gut ist. Und es ist maximal gut, wenn du involviert bist mit allem, was du bist. Mhm. Und Kritik muss man aushalten können, das gehört dazu. Und es gab aber zum Beispiel auch die Frage, okay, welche Arbeitsweise würdest du dir denn wünschen von Theaterautorinnen oder Autorinnen allgemein, die Werke zu Themen wie Migration oder Sexual Diversity schreiben wollen, selbst aber nicht direkt, sagen wir mal, betroffen sind, sagen wir mal eine, wir haben schon gerade gesagt, es braucht irgendwie eine Involviertheit mit dem Stoff, mit dem Thema. Und trotzdem, welche Arbeitsweise oder gibt es Schritte, von denen du sagen würdest, die sind hilfreich? Ich finde, es sind sehr viele Schritte dahin möglich, aber es kommt sehr darauf an, das ist wie bei Medizin. Manche brauchen Homöopathie, manche brauchen Penicillin. Was sind deine? Auseinandersetzung mit meiner Scham. Weil ich glaube, ich erwische mich sehr, sehr oft dabei, dass ich mich den Leserinnen nicht zumuten möchte. Ich schäme mich dafür, was ich denke und was ich bin und deswegen kaschiere ich, was ich eigentlich schreiben möchte. Das einzusehen, ist schon mal eine Arbeit. Dagegen anzukämpfen, ist quasi so
Lebensaufgabe. Ich beobachte das auch bei Schreibenden, aber ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich kann nur sagen, wie es bei mir ist. Bei mir ist es so, dass ich, und ich mache das jetzt ganz konkret, ich möchte gerne, dass es mehr lesbische Literatur gibt und ich wollte einen wunderschönen lesbischen Roman schreiben. Und es hat sich herausgestellt, nachdem ich mich und eine meiner Testleserschaft damit gequält habe, dass das nicht die Geschichte ist, die in mir brodelt. Warum auch immer, das sei dahingestellt, eine andere Geschichte muss durch meinen Körper erzählt werden. Und als ich verstanden habe, dass diese Geschichte schon wieder mit der Sowjetunion zu tun hatte, wollte ich aufhören zu schreiben, weil ich meinte, nicht schon wieder, ich will das nicht sein, aber das ist das, was ich bin. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hörst auf zu schreiben, du sagst, ich will alles, was ich bin, was ich in mir trage, an Trauma, an Fragestellung, der Welt nicht zumuten. Dann mach einen anderen Job. Es gibt genug Jobs. Und wenn du schreiben willst, musst du das sein, was du bist. Und du musst es aushalten und die anderen müssen es aushalten. Und das heißt, meine Strategie ist, sich anzugucken, wovor ich so eine große Angst habe. Weil die Angst ist das erste Zeichen dafür, dass etwas stimmt. Das kennen wir ja viel in, ich glaube, in Traumatherapie. Dass, wenn du merkst, du sagst, ich will da eigentlich gar nicht hingehen, das ist irgendwie klar, dann das ist deine Geschichte, vor der habe ich jetzt schon Angst. Ja. Und ich glaube, dass ich das auch allen empfehlen würde, zu fragen, warum bleibt man an der Oberfläche oder warum bleibt man bei den Comfortzone-Geschichten, warum erzählt man das, was von dem man weiß, dass die Leute das hören wollen? Natürlich, es gibt bestimmte Preise, Auszeichnungen, Förderungen für die schreiben Leute. Aber das ist nicht das, was bleiben wird. Auf eine Art ist Schreiben eine Übung im Ehrlichsein. Ne? So. Schreiben ist quasi, du zeichnest dein Porträt. Dein inneres Porträt. Dazu musst du bereit sein, weil es sieht meistens nicht so gut aus, wie man möchte. Also kennst du das auch, das Gefühl, ich möchte einfach besser sein, als ich bin und deswegen schreibe ich das so. Kennst du das? Ja. Ich hatte nämlich diese Frage bei deinem Gottvater-Einzeltäter, bei dem neuen Theaterstück für Mannheim, hatten wir die Diskussion über deine Männer- und Frauenfiguren. Und ich hatte das Gefühl, dass Nejati die Frauen besser darstellt als die Männer. Und ich frage mich, ist da etwas, wo du sagst, das ist die Welt, wie ich möchte, dass sie ist? Oder wie gehst du damit um? Ja. Wahrscheinlich schon. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zwischen Prosa oder Roman schreiben und Theaterstück schreiben. Ich finde, ich kann das nicht beurteilen. Ich habe nur das Gefühl, Theaterstücke sind so stark verhaftet in einem Kontext. Sowohl Haus, Körper und so weiter, aber auch in einem Diskurs. Und ich habe natürlich irgendwie schon auch im Hintergrund, was will ich erzählen? Und was will ich, was ankommt. Und ich verstehe total, was du meinst mit, das ist irgendwie auch problematisch. Das ist fast wie für Preise schreiben, für Publikum schreiben, für Adressatinnen schreiben und so weiter. Und eigentlich muss man einfach schreiben und gucken, was machen die Charaktere, womit man selbst nicht gerechnet hat. Und ich erinnere mich daran, dass ich sozusagen einerseits natürlich irgendwie einen besonderen Wert darauf gelegt habe, bei einem Stück, wo es irgendwie um Männlichkeit und Gewalt geht, eine bestimmte Form von Weiblichkeit auch zu zeigen, weil es mir darum ging, auch die andere Perspektive zu zeigen. Interessanter ist aber, was bei den Männern abgeht eigentlich für mich sozusagen. Und wo wird es da ehrlich und wo kommt man da an den Punkt, wo Scham steckt, wo Angst steckt, wo wir ehrlich sind und so weiter. Und eine Technik, die wir ja auch in diesen Literaturwerkstätten hatten, ist das genaue Hinschauen. Ich weiß noch sehr genau, dass ich am Ende von der Verlobung in Santo Domingo überlegt habe, okay, was bedeutet Empowerment? Wer stirbt am Ende? Soll die Frauenfigur jetzt am Ende wieder sterben und bla bla bla, bis ich irgendwann verstanden habe, ja, natürlich spielt das eine Rolle, aber eigentlich nur sekundär. Das genaue Hinschauen ist viel wichtiger, als wer stirbt am Ende. Man kann marginalisierte Charaktere in der schwächsten, in Anführungsstrichen, Position zeigen, wenn man sie aber dreidimensional und menschlich zeichnet,
dann werden sie Identifikationsfiguren, dann wird ihr Kampf sichtbar. Das bedeutet nicht, dass sie den Kampf gewinnen müssen unbedingt, aber wenn wir den Kampf zeigen, dann ist das schon auf eine Art Empowerment. Und das habe ich dann auch ein bisschen am Ende bei den Frauenfiguren verstanden. Mhm. Es geht nicht darum, dass es die Guten sind oder die Richtigen oder so, aber wie viel Zeit, wie viel Aufmerksamkeit widmen wir einem Charakter? Und da habe ich sozusagen dann irgendwie ein Missverhältnis festgestellt. Und das ist zum Beispiel so eine Technik, wo man wirklich sagen könnte, das ist eine Technik. Genau hingucken und gucken, wie viel Zeit, wie viel Aufmerksamkeit habe ich einem Charakter gewidmet? Wie viel Seiten an, ich weiß nicht, manche machen ja noch so richtig Charakter-Muteboards oder so ein Kram. So, warum habe ich 30 Seiten zu einer Figur und nur 2 Seiten zu der anderen? Das ist oder sich selbst reinschreiben ist auch immer eine Möglichkeit. In meinen Theaterstücken gibt es immer so irgendwie so eine komische Szene, die so singulär steht. Und mein Lektor weiß dann schon, ja, das ist wieder eine Jati. Jetzt kommt eine Jati. Genau, der sich selbst verarbeitet. Aber es hilft tatsächlich, sich angreifbar zu machen und zu sagen, hey, ich versuche hier was, ich widerspreche Kleist und irgendwann widersprecht ihr hoffentlich mir. Sich selbst reinschreiben ist auch so eine... Und dann aber natürlich hast du mir ja auch ganz viele Techniken in diesen Schreibwerkstätten gezeigt. Also man muss sich das wirklich vorstellen, wir hatten Traumatherapeuten, die gekommen sind und mit uns gearbeitet haben, die unsere Träume, wir hatten Empowerment, Coaches und so weiter. Etwas, das man halt an der ODK, ohne dass ich da jetzt war, aber ich vermute, die laden keine Traumatherapeuten ein. Nein, aber die brauchen auch keine Traumatherapeuten. Und keine Psychoanalytiker und so weiter. Die kann jeder gebrauchen vielleicht. Ja. Aber weißt du, die Sache mit den Schreibschulen ist ja die, es gibt ja Leute, die mich immer wieder so kritisch gefragt haben, kann man Schreiben wirklich lernen? Okay, ja, ich glaube nicht, dass man die Frage wirklich beantworten muss. Was die eigentlich fragen ist, werden Genies nicht geboren und warum lernt ihr das eigentlich? Ich glaube nicht, dass die Frage an Malereistudentinnen gestellt wird, zumindest ist es offensichtlich, warum man einen Pinselstrich üben muss. Und bei Musikern ist es, glaube ich, ganz klar, wofür sie Proberäume brauchen und dann irgendwie Instrument lernen. Ja, eben von 6 bis 20 Uhr nur das machen. Bei Schreibenden nicht. Bei Schreibenden ist es so wie, du bist doch vom Himmel gestiegen und das ist das, was du kannst und warum gehst du zu Schreiben? Und das ist mir so oft begegnet, dass ich das System dahinter verstanden habe. Das ist nämlich die Geburt des Genies. Und wenn du kein Genie bist, du hast es gelernt, ne? Das ist ganz nett, was du für Techniken gute Handwerkerin. Gelernt. Wirklich, ja, ja. Es ist dramaturgisch wirklich einwandfrei. Ja, ja. Im Grunde genommen gibt es so einen leicht rassistischen Kontext, zumindest im Zusammenhang mit deinem oder meinem Körper. Bei anderen Leuten ist es vielleicht was anderes, aber es ist die Unterstellung, dass wenn du es gelernt hast, du es eigentlich nicht kannst. Und ich kann sagen, dass für mich Schreiben, Studieren, Auseinandersetzung war. Nur an der ODK. Wir hatten keine Traumatherapeutinnen. Wir hatten überhaupt sehr wenig Innen. Es waren fast keine Frauen da. Aber was wir hatten, war ein Kreis an Leuten und wir haben uns befragt Tag und Nacht. Nach der Uni, in Bars. Wir haben uns an den Kragen gepackt und gefragt, warum schreibst du das? Und ich glaube, das ist das, was ich am stärksten gelernt habe. Das Schreiben nie alleine funktioniert. Schreiben hat nichts mit Genie, Wahnsinn zu tun. Ja. Schreiben ist immer aus sich herausgebären, mit den anderen teilen, den anderen zeigen, guck mal, das ist gerade in mir drin, und weitergehen. Und ich glaube, dass die gewünschte Vereinzelung von uns als Autorinnen ein Problem ist, was beseitigt werden muss und kann. Das ist etwas Praktisches, was passieren kann. Ja, wenn ich das also sozusagen auch sexist, weil du gerade gesagt hast, rassistischer Umgang sozusagen mit unseren schreibenden Körpern, auch sexistisch, ne? Also, oder auch bei Regisseurinnen wird sehr oft gesagt, es sei eine gute Handwerkerin. Gute Handwerkerin, während die männlichen halt Genies sind, die verrückt, halt auch mal verkacken, toll. Aber trotzdem die zweite Chance kriegen. Aber die haben wirklich was versucht. Ja. Genau, genau. Da war eine große Idee im Hintergrund und es ist halt gescheitert am Betrieb. So, ne? Ja, 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 weil die Schauspielerin waren. Genau, genau. Was ist denn, weil du gerade gesagt hast, ich glaube, ein Stoff ist dann gut, wenn er maximal gut ist. Was bedeutet gut? Oder inwiefern, andersherum gefragt, unterscheidet sich dein Gut von, sagen wir mal, heteronormativ weißen männlichen Parametern von gut? Also wo sind auch unsere ästhetischen Kriterien auf eine Art nicht neutral? Na, das ist, glaube ich,
für mich eine zentrale Frage, die mich einfach begleitet, weil ich bin in einer, anders, ich bin in derselben Welt konstruiert wie alle anderen auch. Das heißt, mein Blick steht nicht außerhalb der heterosexuellen weißen Norm. Mhm. Ich finde, Peter Handke ist ein großartiger Schriftsteller. Was ich sonst von ihm halte, steht auf einem anderen Zettel. Mhm. Aber ich bin genauso programmiert wie alle anderen um mich herum. Das heißt, wenn ich die Produktion seiner Bücher oder die Auszeichnung mit dem Nobelpreis kritisiere, rede ich über etwas anderes als die literarische Qualität tatsächlich. Ist es so? Ja, aber das ist ein Problem, dass es so ist. Ich weiß das nur von mir. Ich lese das und ich finde es wirklich, wirklich gut. Ich würde lügen, wenn ich was anderes behaupten würde. Die Frage ist, was bedeutet das? Das bedeutet, ich wurde genauso geschrieben wie dieselben Programme, die neben mir laufen. Und ich glaube, also es lohnt sich darüber, glaube ich, länger nachzudenken, warum sind bestimmte Bücher wirklich Nobelpreisverdächtig, wenn nicht würdig, und bestimmte halt Erfahrung von Leuten in schwierigen Situationen. Warum ist das so? Ich meine, ich glaube, das koloniale Konzept dahinter ist jetzt schon tausendmal besprochen und dekonstruiert, das ist klar. Es gibt eine bestimmte Deutungsmacht von dem, was die Welt ist. Mhm. Und die wird erzählt durch Stereotyp Peter Handke, aber jetzt nur als eine Hausnummer von vielen. Das kann weiblich sein, es muss nicht unbedingt weiß sein, aber es gibt eine bestimmte Art, die Welt zu erzählen. Mhm. Und bis vor wirklich nicht allzu langer Zeit gab es nur diese Erzählung. Das heißt, jahrhundertelang haben wir gelernt, so erzählen wir Menschheitsgeschichte. Und insofern empfinden wir das als richtig gut. Mhm. Weil es einer Norm entspricht. Weil es, ja, genau, aber was heißt Norm? Ich meine, es ist einfach so, dass es nichts anderes produziert werden konnte. Es ist ja nicht so, dass es das nicht gab. Aber zumindest Leute wie wir in Europa, in Westeuropa, hatten keinen Zugang zu etwas anderem. Mhm. Ich meine, Bücher werden geschrieben in Gefängnissen, in Kriegen, leiden an Zensur. Es ist ja nicht so, dass es diese alternative Erzählung von queerem Leben, von prekärem Leben nicht schon immer gegeben hat, seit es die Menschheit gibt. Mhm. Aber es ist Fakt, sie wurde nicht an uns herangetragen und es war bis vor kurzem extrem schwer, da ranzukommen. Mhm. Und ich glaube eben, das ist das, was ich vorhin meinte mit der Digitalisierung und Globalisierung. Wenn ich mich dafür interessiere, was in China vor 100 Jahren geschrieben wurde, habe ich zumindest eine Möglichkeit, dahin zu kommen. Mhm. Und wenn ich mich frage, gab es wirklich keine schwarzen Autorinnen vor James Baldwin, dann liegt es natürlich an meinem weißen Blick auf die Sache und kann sehr schnell recherchieren, dass es extrem viele Klassiker gab vor den großen Namen, die es auch nach Europa geschafft haben. Mhm. Und ich glaube, erstens ist es total wichtig einzusehen, dass man diesen normierten Blick in sich trägt. Also ich trage ihn in mir. Mhm. Ich weiß das. Ich weiß, was ich als Literatur empfinde. Mhm. Und ich frage mich dann ganz oft, gibt es eine Möglichkeit, dass ich meinen Blick weiterentwickle? Ich mache das nicht, um die Welt besser zu machen. Mhm. Ich mache das für mein eigenes Vergnügen, weil ich glaube, dass ich reicher sein werde, wenn ich mehrere Blicke entwickle oder quasi mein Auge trainiere für andere Formen. Mhm. Und wenn wir uns zum Beispiel die Form Lyrik anschauen, im deutschsprachigen Raum gibt es eine sehr klare Vorstellung davon, was es ist, denn es ist eine sehr elitäre Form. Mhm. Es gibt aber auch Hip-Hop und Spoken Word. Mhm. Und das ist etwas, womit ich aufgewachsen Subkultur. Bin. Subkultur. Mhm. Mittlerweile Mainstream, aber ich meine, als ich das gehört habe, war noch No-Go. Ja. Was im Grunde genommen auf derselben Ebene steht, wie die elitäre Lyrik in Deutschland, anders verkauft wird und anders kommuniziert wird, aber in keinem Punkt weniger Arbeit ist und in keinem Punkt weniger wertvoll. Mhm. Nur dann schlägt halt die Außenwelt ein und sagt, dafür kriegst du einen Preis, dafür nicht. Mhm. Du kannst zu deinem Spoken Word gehen und für den Open Mic den ersten Preis gewinnen und du kannst beim Literaturfonds den ersten Preis einsammeln. Mhm. Ich meine, das Außen kommuniziert uns ja, was richtig ist und was nicht. Und der Kampf dagegen ist unendlich schwer. Der Kampf dagegen ist zum Teil auch sich selber prekarisieren. Der Kampf dagegen heißt, also dieser Kampf zu sagen, ihr sagt mir, was richtig ist, ich glaube, es gibt mehr, bedeutet auch, sich rauszunehmen aus diversen Strukturen, die einen schützen. Mhm. Und schutzlose Körper können sich das nicht immer leisten. Mhm. Boah, es sind wieder so viele Aspekte, wo ich jetzt am liebsten einhaken würde. Okay. Das eine ist, was du jetzt wieder gesagt hast, was du gerade auch schon gesagt hast, kein Text schreibt sich alleine auf eine Art. Es gibt ein Umfeld. Und es gab einmal die Frage, welche Rolle spielt für dein Schreiben das Theaterumfeld, das Gorki-Regiearbeiten und so weiter. Du hast schon unser Netzwerk angesprochen.
alle Leute, die wir lesen, sind irgendwie auch Umfeld, lesen ist einatmen, schreiben ist irgendwie ausatmen und so. Das ist so etwas, den Blick erweitern, was ich nochmal nur so einmal herausstellen wollte. Das andere ist, du hast gerade angesprochen, dass nicht nur unsere ästhetischen Parameter oder Kriterien für was ist gut, was ist nicht gut irgendwie geknüpft sind an, sondern auch bestimmte literarische Gattungen, die Lyrik und so weiter. Kannst du das einmal noch vertiefen? Ja, das ist etwas, was ich tatsächlich mit dir auch besprechen wollte. Also mich interessiert, was du dazu denkst, weil ich bin auf einen älteren Text von Audre Lorde gestoßen, in dem Band Schwarzer Feminismus, herausgegeben von Natasha Kelly. In diesem Band sind einige Essays oder Auszüge aus Essays veröffentlicht von schwarzen, im Grunde genommen so Göttinnen der Literatur und Denkerinnen, die enorm wichtig sind für im Grunde genommen ganz viel, genau, ganz zufällig steht das auch hier, enorm wichtig für ganz vieles, was wir heute in Deutschland und Europa machen. Die Frauen selber sind meistens unbekannt, weil sie nicht übersetzt sind, was auch ein Politikum ist, darüber kann man auch noch einzeln sprechen, aber ich habe ein Zitat daraus geschrieben, einen Augenblick, weil ich das beachtlich finde. 1984 schreibt Audre Lorde in dem Essay »Frauen definieren ihre Unterschiede neu«: »Kürzlich traf ein Frauenzeitschriftenkollektiv die Entscheidung, eine Ausgabe nur mit Prosa zu drucken, da Poesie eine weniger strenge oder ernsthafte Kunstform sei. Doch gerade die Form, die unsere Kreativität annimmt, ist oft an Klasse gebunden. Von allen Kunstformen ist Poesie die sparsamste. Sie ist die geheimnisvollste, diejenige, die die geringsten körperliche Arbeit erfordert, das geringste Material. Es ist eine Kunstform, die zwischen den Schichten, in der Kantine des Krankenhauses, in der U-Bahn und auf Papierschnipseln geschaffen werden kann. In den letzten Jahren, als ich einen Roman mit knappem Finanzbudget schrieb, erkannte ich die enormen Unterschiede zwischen Poesie und Prosa bezüglich der materiellen Anforderungen. Mit Zurückeroberung unserer Literatur wurde Poesie die wichtigste Stimme der armen und arbeitenden Frauen und Frauen of Color. Und ich bin da hängen geblieben, weil ich über Poesie nie als die sparsamste aller Kunstformen nachgedacht habe, sondern als die komplexeste und vielleicht eine der wichtigsten. Mir war, glaube ich, nicht klar, dass es auch einen subversiven Moment gibt, weil man nichts dafür braucht, außer einen Stift und ein Stück Papier. Einerseits ja, ich kann das total nachvollziehen und das kommt ja auch aus einem Kontext, Frauen definieren ihre Unterschiede neu, also offensichtlich wird da auch sozusagen der Versuch gestartet, einen neuen Blick darauf zu werfen. Mir persönlich war das immer die elitärste Kunstform, die weißeste auch auf irgendeine Art. Einfach total privilegiert, weil Gedichte schreiben muss Mensch sich auch leisten können, auf eine Art. Da lässt sich sehr viel weniger Geld auch mitverdienen und so weiter und so weiter und so weiter. Und klar brauchst du im Prinzip nur einen Stift und einen Zettel, aber wie wir gerade festgestellt haben, was schreibt man, wenn man nur einen Stift und einen Zettel hat, sozusagen? Ist es nicht auch total notwendig, andere Gedichte, andere und so weiter zu kennen, zu lesen, um sozusagen aus dem eigenen Blick viele Blicke machen zu können? Und wenn wir ein Gedicht im Wartezimmer des Krankenhauses schreiben, für wen zählt das dann als Gedicht? Mhm. Ne, wann gilt sozusagen, also das ganze Spoken Word, Rap und so weiter, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, zählt dann oft auch nicht als Gedicht, gar nicht als Kunstform. Bei Romanen ist das ja auch vergleichbar. Wir brauchen sehr, sehr viel Zeit, um einen Roman zu schreiben. Und wir müssen erstmal in Vorlauf gehen, auch ein paar Jahre teilweise, bis wir dann sozusagen den Rücklauf bekommen. Und manchmal ist der Rücklauf sehr, sehr schlecht oder schlecht bezahlt, sagen wir es mal so. Das ist irgendwie das Tolle an Theater, auf eine Art.
Und deswegen würde ich behaupten, ist das Theater auch voll stärker geprägt von marginalisierten Stimmen. Da lässt sich relativ schnell Geld verdienen. Und jetzt mal abgesehen von den ganzen politischen Formen, die das Theater mitbringt, weil eine Minderheit auf der Bühne zu einer Mehrheit vor der Bühne spricht und so weiter, Körper, alles, worüber wir schon gesprochen haben, ist der Produktionsprozess fürs Theater sozusagen einer, der per se politisch ist, von der Form her. Oder um das nochmal zu sagen, der Produktionsprozess im Theater ist einer, der einerseits politisch ist und andererseits aber auch irgendwie ökonomisch und damit rentabler oder zugänglicher als jetzt Lyrik, würde ich behaupten. Und ich behaupte, dass das ein deutsches, deutschsprachiges Phänomen ist, möglicherweise europäisch, das kann ich aber nicht sagen. Also weil ich glaube, dass wenn wir uns die Vorbilder aus den USA angucken, sie waren alle Dichterinnen. Audre Lorde war Dichterin, Maya Angelou, Bell Hooks hat Gedichte in ihren Essays, John Nessel hat Gedichte in ihren Essays. Im Grunde genommen, alle, auf die wir stehen, haben sich an Gedichten versucht oder Gedichte zugelassen in ihrer Prosa. Ich glaube, weil sie nichts zu verlieren hatten. Weil sie ohnehin nichts zu verlieren hatten. Und unter jeglichen Kriterien des deutschen Marktes würden diese Gedichte durchfallen. Aber die haben überlebt. Darf ich eine Frage stellen? Ich Bitte. habe eine Frage hier stehen, die heißt, vielleicht können wir auch etwas über dein Anliegen beim Schreiben lernen durch das, was du nicht schreibst und warum du es nicht tust. Warum gibt es keine Lyrik von dir? Warum gibt es kein, ich kenne Essays, alles, 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 aber es gibt kein Lyrikband von Sascha Salzmann. Noch. Weil du sagst, alle waren Dichterinnen. Warum sozusagen, was ist deine, wenn ich schon höre aus dem Zitat weniger streng, weniger ernsthaft, das sind schon irgendwie männliche Parameter, ne? Streng, ernsthaft, bla bla bla. Also ich glaube, dass Audre Lorde dieses Frauenzeitschriftenkollektiv ja dafür kritisiert, dass sie komplett den männlichen Blick und den weißen männlichen, sehr elitären Blick auf Kunst annehmen und sagen, wenn du ganz lange an diesem Satz gesessen hast, dann ist es Kunst. Wenn du mir irgendwas in Zeilenumbruch geschrieben hast, wie es dir geht, ist es keine Kunst. Es ist ja ein Versuch von einer Aneignung, was Audre Lorde da macht. Sozusagen das Neudefinieren von Lyrik und inwiefern das für uns wertvoll sein kann. Genau. Und ich glaube, dass in meiner Lektüre von vor allem Audre Lordes Gedichten habe ich verstanden, wie wenig ich über Lyrik eigentlich weiß, weil ich nur westeuropäischen und zum Teil osteuropäischen Kanon kenne, also den russischen und dann Westeuropa. Und das ist eine sehr ähnliche Vorstellung davon, was Elite ist. Und Elite drückt sich in schönen Gedichten aus. Also insofern kenne dieses Gefühl von, ich schreibe keine Gedichte, weil das ist nicht für mich und meine Leute. Ich glaube aber, die Aneignung dessen zu sagen, wie, Entschuldigung, wir haben Gedichte geschrieben seit Tausenden von Jahren, ihr habt sie nicht als Gedichte verstanden, ja, etwas ist, was Kraft gibt. Ich schreibe keine Gedichte, weil ich mir das jetzt gerade nicht zutraue. Ich hab mit Gedichten angefangen. Es haben sehr wenige Leute diese Gedichte gesehen. Und ich habe sie weggepackt, weil ich glaube, dass das für mich eine Form ist, wo ich etwas mit mir selber verhandle. Auch als Kunstmacher, also ist jemand, der produziert, also nicht nur selber schreibt und inszeniert, sondern jemand, der Kunst möglich macht, weiß ich, kenne ich den Unterschied zwischen du machst es für dich und du machst es für den Außen. Es gibt sehr viele sehr gute Sachen, wo ich sagen würde, es ist gut, dass du das gemacht hast, das war eine Auseinandersetzung mit dir selbst. Darf ich ganz kurz, nur weil du am Anfang sozusagen gesagt hast, einerseits ist Kunst machen dein inneres Porträt zeichnen, das ist nicht das Gleiche. Also das eine ist Kunst für sich etwas machen, das andere ist sich selbst genau anschauen und aber das Politische darin finden und das zeigen. Das ist der Unterschied zwischen Das ist der privat und Unterschied. persönlich. Genau, das ist der Unterschied zwischen privat und persönlich. Meine Gedichte sind privat. Insofern zeige ich sie nicht einer Öffentlichkeit. Meine Kunst ist extrem persönlich und ich verhandle mit der Öffentlichkeit. Verstehe. Und wenn wir über ästhetische Parameter und Gattungen und so weiter sprechen, würdest du sagen, es gibt so etwas wie eine queere, lesbische Ästhetik, einen queeren Blick? Ah ja, daran bin ich schon mit Sabine Haag verzweifelt an der Frage. Es gibt einen archhierarchischen Blick. Zumindest können wir den anstreben. Und der ist bestimmt nicht nur lesbisch, aber im weitesten Sinne queer, weil der gegen Voyeurismus vorgeht. Und für mich ist der männliche Blick
das ultimative Urteil über etwas. Ich sage, wie die Welt ist und ich sage, ob das gut ist oder nicht. Ich sage, ob das schön ist oder nicht. Oder ob das förderungswürdig ist oder nicht. Mhm. Und ich glaube, der archhierarchische, der queere Blick ist das Gegenteil davon. Es ist eine Annäherung. Mhm. Es ist eine Annäherung in Kreisen. Es ist keine lineare, wenn wir von A nach B gehen, dann haben wir das Ergebnis, sondern es ist ein Versuch, etwas zu verstehen. Unsere Kollegin Sivan Benishai sagt, it's an investigation. Mhm. Es ist wie eine Ermittlung in einem Kriminalfall. Man tastet sich an etwas heran, mhm, und immer mit dem Bewusstsein, dass man falsch liegen kann und dass man ein Teil des Problems ist oder zumindest dessen, was beobachtet wird. Mhm. Das ist ein queerer Blick. Mhm. Das ist etwas, was ich in vielen Kunstwerken auch wiedererkenne. Mhm. Also ob sie das jetzt selber als solches affichieren, mhm, oder nicht. Es gibt es schon. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Ideal, das ich anstrebe. Mhm. Es gibt vieles, wo ich sage, also viele Phänomene oder viele Wunschvorstellungen davon, wie die Welt und wie die Kunst sein sollte, von denen ich weiß, ich muss sie vor Augen haben, mhm, und sie anstreben. Und es kann sein, dass mir das nicht immer gelingt. Mhm. Kein Grund, es nicht mehr zu versuchen. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel an deine Preisrede? Wo du den Queer Gaze von Nan Goldin? Genau. Das war meine Laudatio auf Nan Goldin. Genau, das war deine Laudatio auf Nan Goldin. Und du hast da ein Essay geschrieben, den ich übrigens nur empfehlen kann, wo du den Queer-Blick sehr genau versuchst zu definieren. Ja. Also zirkuläre, kreisende... Genau. Erstmal sage ich, ich weiß, dass ich beobachtet werde. Mhm. Dann sage ich, und so fühlt sich das an, dass ich beobachtet werde. Den Blick zurückwerfen. Und, nee, das ist erstmal nur... Okay, ich weiß, ich bin Teil der Betrachtung. Dann quasi Kopf hoch und sagen, und so fühlt es sich an, dass ihr mich anschaut. Und der dritte Schritt ist, und ich sehe dich. Ah, okay. Mhm. Und das ist, das geht zurück auf etwas, was Jill Soloway beschreibt in ihrem Essay über Female Gaze. Und ich finde es sehr empowernd, weil es ist nicht nur ein Zirkulieren mit sich selbst und so, oh Gott, ich bin Teil der Beobachtung und ich stelle mich so aus, und Schreiben hat immer was mit Exposition, mhm, zu tun, sondern man hebt den Kopf und sagt, und by the way, ich sehe dich, wie du, mhm, mich anschaust. Mhm. Und das ist etwas, was ich aus dem Theater habe. Mhm. Und es, ja, war extrem witzig, als ich dann in die Literaturhäuser gekommen bin, weil ich war von 17 bis 34, bin ich quasi groß geworden, künstlerisch, mhm, groß geworden im Theater. Und zwar fast ohne Unterbrechung. Alle wichtigen Erfahrungen meines Lebens habe ich im Theater gemacht. Mhm. Und dann saß ich plötzlich in einem Literaturhaus. Und ne, wir sitzen auf der Bühne, Moderatorenpersonen neben mir, Publikum ist dunkel und die denken, ich sehe sie nicht. Mhm. Und ich dachte, ach so, und jetzt denkt ihr, ihr seid hier im Zirkus und ich tanze. Mhm. Und das weiß man ja nur, wenn man so viel Theatererfahrung, also oder Theatererlebtes, mhm, in sich trägt, dass die mitspielen und dass man sie spürt und dass alles, was ich sage, im Grunde genommen darauf reagiert, dass noch jemand im Raum ist. Mhm. Und deswegen ist so enorm wichtig, ist, wer im Raum ist. Mhm. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das Leuten zu sagen. Also im Literaturhaus, ich habe ihnen gesagt, sie denken, sie haben Geld bezahlt, um mich zu sehen, aber eigentlich sitze ich hier und ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Ich notiere alles, was hier passiert. Mhm. Und dann hörst du das. Also die Leute werden sehr ungemütlich oder mhm, zumindest nervös, und ich glaube, das ist ein, mhm, queerer Blick. Ihr seid auch beteiligt. Alle Anwesenden sind beteiligt. Es gibt keinen unschuldigen Blick. Es gibt keinen Blick auf. Es gibt keinen Blick auf und niemand ist unschuldig. Mhm. Mhm. Ja, das aus dem Theater kann ich sehr gut. Also auch so dieses vierte Wand, genau, die lässt vierte Wand, ja, das Publikum nichts, ja, sehr bequem. Ich tue so, als würde ich euch nicht sehen, ne? Genau. Und wir spielen so vierte Wand, aber wir sehen euch. Und da, also in einem Text, den ich nie schreiben werde, würde ich behaupten, das Theater ist keine moralische Anstalt, sondern eine empathische Anstalt. Das wäre jetzt eine Schiller-Korrektur. Ne? Das ist so auch eine Form von, die funktioniert. Also sozusagen, für mich funktioniert sehr gut Männer, die Männer korrigieren. Also Nejati Uzeri korrigiert Kleist und Wagner. Ja, oder jetzt sozusagen, wenn man so Schiller, whatsoever. Aber du korrigierst nur Männer. Ich korrigiere nur Männer, genau. Das also ist die einzige Form von Korrektur, die ich mir zutrauen würde. Aber nein, das ist jetzt wichtig. Ich glaube, das ist wichtig. Ja. Sozusagen das genaue Hinsehen, was wir gerade hatten, erzeugt eine Form von Empathie, und die geht aber nur, wenn mir jemand in die Augen zurückschaut. Mhm. Und dann kann ich eine Form von, mhm, Empathie aufbauen
Und du hast mir das, glaube ich, mal erzählt. Das Erste, was man in einem Selbstverteidigungskurs lernt, ist, ich bin mein Name, meine Lieblingsfarbe und so weiter. Genau, und in die Augen schauen. Und in die Augen schauen, weil es eine Form Dann. von Empathie schafft und plötzlich wird man ein Mensch, ein dreidimensionaler Charakter. Genau, ja, ich kann das kurz ausführen. Es ist so, dass wenn du angegriffen wirst, musst du dem Angreifer klar machen, dass du ein Mensch bist. Dann ist die Gefahr kleiner, dass dir was Ernsthaftes passiert, weil dann das Empathiekarussell quasi losgeht. Ja. Ist immer noch nicht gesagt, das, aber ich glaube, das hier kann man erzwingen durch sehr, sehr gute Kunst. Aber sehr, sehr gut meine ich nicht, hier sind deine Literaturpreise oder das ist das, was ich gelernt habe, was gut ist. Sondern irgendwas an deiner Kunst ist so unwiderstehlich, dass die Leute nicht weggucken können. Dieselbe Sivan Ben Ishay, die ich vorhin schon zitiert habe, hat gesagt: They will come for the gossip, but stay for the mirror. Was sie meinte, ist, sie werden kommen, weil sie irgendwas gehört haben. Irgendwas war da, irgendwas. Die Gerüchte darüber. Aber sie werden bleiben, weil sie sich wiedererkennen in deiner Kunst. Und dafür müssen wir sorgen. Was auch immer das bedeutet und zu wem auch immer wir sprechen, aber vielleicht ist das auch meine Frage an dich und dein Schreiben und das, was du machst, weil ich würde das, was du meinst, konzeptionell nennen. Also du hast ein Konzept, du weißt, was du tun wirst, bevor du schreibst und dann geht das Abenteuer des Schreibens los, aber du weißt es. Es ist für dich nicht so ein Absteigen ins Nichts wie für mich. Ich falle einfach in irgendein Loch und finde dann irgendwas über mich raus. Denkst du an dein Publikum? Und zwar jetzt nicht, wir wissen, dass du daran denkst, wer in Proberäumen sitzt und wer auf der Bühne steht, aber denkst du daran, dass du für ein weißes deutsches Publikum schreibst, das in Theater geht, weil machen wir uns nichts vor, das sind die Leute, die in Mannheim sitzen werden. Denkst du, dass Leute, wenn sie den Namen Nejati Osiri lesen, davon ausgehen, dass eine ganz bestimmte Geschichte auf der Bühne stattfinden wird und arbeitest du dagegen? Oder nimmst du dir einfach Zeit, um das alles abzustellen und was völlig anderes zu schaffen? Ich würde gerne sagen, ja, aber ich glaube, das geht gar nicht. Ich kann gar nicht so tun, als würde ich das nicht wissen oder als würde ich da nicht dran denken können. Ich versuche nur daneben etwas anderes zu stellen, nämlich nicht zu schauen, woran will ich nicht denken, sondern woran will ich denken. Und ich versuche zu denken an die Körper, die das später spielen. Ich versuche bei meinen Stücken möglichst schon die SchauspielerInnen vorher einmal zu kennen oder getroffen zu haben, eine Stimme im Ohr zu haben, auch mich mit denen zu unterhalten, was verbindest du persönlich damit, was sind Punkte und so weiter und so weiter und so weiter. Und ja, es stimmt, es ist sehr konzeptionell. Ich fange an, geschichtlicher Kontext, Sprache, Charakter, Schlüsselszenen, wo muss ich korrigieren? Aber dann geht eben dieses Abenteuer los und das ist dann so schon so ein Moment, wo ich für einen kurzen Moment vielleicht das verlieren kann und sagen kann, hey, jetzt passiert gerade was und Charaktere tun etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Und es nimmt einen ganz anderen Weg, als das Konzept vorgesehen hat, wo sich auch so ein Kunstwerk irgendwie transzendiert und irgendwie größer wird als eine Matheaufgabe oder so. Und den braucht es auch. Aber die Frage ist natürlich, wie viel erklären wir uns, wenn wir wissen, Das ist die dass wir an Frage. ein weißes Publikum Genau, das ist sprechen. die Frage. Wir sprechen aus einer marginalisierten Position. In Get Deutsch gibt es ganz viel türkische Sprache oder auch andere Ganz kurz, Sprache. Get Deutsch or Die Trying ist das erste Theaterstück von Nejati gewesen, mit dem er ziemlich, ziemlich für Furore gesorgt hat. Sollten alle übrigens sehen oder lesen. Was keine Korrektur ist, sagen wir es mal so. Das ist Das ist vielleicht. wäre auch eine interessante Frage, warum, aber darüber Ja. im nächsten Schritt. Also, Genau, aber. da sind viele türkische Worte, hast du Genau, und gesagt. die werden nicht erklärt, sozusagen. Die werden nicht erklärt, weil ich sage, hey, das ist es hier, deal with it. Und leb auch auf eine Art damit, dass du dich gerade nicht orientieren kannst, dass wir gemeinsam erkunden und leb mit der Sicherheit. Weil das, was du gerade beschrieben hast, mit dem Queer Gaze sozusagen, das Gegenteil wäre ja ein sehr, sehr auktoriales, lineares, von oben drauf gucken. Und das geht auch verloren, wenn sich ein Publikum unsicher fühlt und vielleicht nicht immer weiß, was was bedeutet. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch nicht nur, dass Leute damit dem Kopf schütteln sitzen und überhaupt nicht. Also wie viel nehmen wir jemanden an die Hand und wie viel nicht? Es ist tatsächlich eine Gratwanderung, also ein Balancieren würde ich das beschreiben. Es gibt Momente, da will ich sehr konfrontativ sein. Ich habe zum Beispiel gerade ein Interview gegeben, da war schon klar, dass der Journalist einfach ein Arschloch ist. Und zwar war das deshalb klar, weil der
meine Vorgängerin Sivan Benishai und auch die Vorgängerin Enis Maci, das gleiche Blatt war es, die haben die halt so Fragen gestellt wie, ja, wo kommt dein Name her? Sehr geehrte Frau Nunia, wie soll ich sie eigentlich nennen? Bla bla bla. Und als der Typ dann mit mir über Get Deutsch oder Trying schreiben wollte und gefragt hat, ja, Deutsch und so weiter, war schon klar, worauf das Gespräch hinausläuft. Was ich gemacht habe, ist, ich habe nur mit Hip-Hop-Zitaten geantwortet. Das ganze Interview besteht nur aus Hip-Hop-Zitaten. Und ich habe es nicht erklärt. Ich hab gesagt, okay, du willst die Ghetto-Gangster-Story, du kriegst sie. Und ich hatte ein sehr langes Gespräch mit Sivan. Musst du das nicht klar machen? Die Leute werden denken, das ist real. Die werden wirklich denken, dass du mit Drogen dealst und so weiter. Und ich habe mich in dem Fall dazu entschieden, es nicht zu tun. In anderen Fällen tue ich es. Und das Spiel damit kann einem dann irgendwann auch Spaß machen. Wie viel gebe ich preis, wie viel nicht? Ja, so, ich habe keine eindeutige Antwort darauf. Sondern ich gucke sozusagen im Kontext, wie viel Adorno und wie viel Kreuzberg gebe ich den Leuten? Und wo will ich jemanden an die Hand nehmen? Und wo steht eher im Vordergrund, dass jemand vielleicht nicht versteht, was passiert, aber die, sagen wir mal, Attacke spürt? So. Wie machst du das? Ich kenne Fassungen von außer Sicht, da war das Russische noch nicht übersetzt. Ja, also ich meine, wir haben immer noch Kyrillisch in außer Sicht, aber viel weniger als ursprünglich. Aber es ist übersetzt, oder? Also es kommt und dann wird es aber übersetzt. Ich erkläre es. Ja. Also ich spiele quasi damit. Ich sage selten, was das Wort bedeutet, aber ich sorge dafür, dass Leute es wissen. Ich meine, es gab auch mal ein Kapitel komplett auf Russisch. Und irgendwann habe ich gedacht, es ist nicht so, dass ich Leute per se ausschließen will. Ich habe das von Junot Diaz, einem Schriftsteller, den ich wirklich verehre, der sehr viel Spanisch in seinen eigentlich original US-amerikanischen Erzählungen hat. Und er lässt es stehen und manchmal kommt man wirklich kaum hinterher. Aber das Ding mit Spanisch ist, es sind lateinische Buchstaben. Und als ich Kyrillisch geschrieben habe, war das Feedback an mich, für mich sind das schwarze Balken. Ich kann das noch nicht mal lesen, ich kann mir den Klang nicht denken. Ich denke natürlich, aha, und dann klingt das so und das noch ist ein schöner mal, ja, genau, erklärungsbedürftiger. Du bist quasi richtig in Erklärungsnot. Und ich habe gedacht, ich mache das so weit, wie es dem Stoff dienlich ist. Weil ich will nicht den Stoff bekämpfen für meine politischen Ansichten dafür, wen ich meine und wen ich einlade zu lesen, sondern ich möchte, dass der Stoff das selber entscheidet. Und es gibt eine Sache, die für mich sehr wichtig war, das Wort Judensau, also Jid, wird nicht übersetzt, weil ich nie wieder dieses Wort auf Deutsch irgendwo sehen möchte. Alles andere, und damit können wir spielen. Und dann war es wirklich ein Spiel wie, was passiert, wenn ich das unübersetzt lasse, aber es so erkläre? Was ist, wenn ich es falsch erkläre? Es gibt auch übrigens Fußnoten, die sich widersprechen. Ja. Das ist ein Game, solange man dem Werk nicht schadet, finde ich, kann man das alles machen. Aber es gibt etwas, worüber wir wahrscheinlich nie aufhören werden nachzudenken, und es ist die Frage nach der Exotik. Wir sind Exotik. Ganz egal, wie viel Dominanzmeinung an uns herangetragen wird, dass wir jetzt deutsch sind und dass alles wunderbar ist, guckt doch die Preisliste an. Und die Multikulti-Realität und so weiter. Alles. Wie normal wir sind. Ein Beispiel dafür, warum ich nicht normal bin, ist der Arbeitstitel. Ich verrate jetzt den Arbeitstitel meines neuen Romans, heißt Watnik. Ich habe ganz tolle Reaktionen darauf. Leute, dessen Sprachraum jenseits des ukrainisch-russischen ist, also eigentlich ab Ostdeutschland westwärts. Watnik, ist das ein Eigenname? Hat das was mit Watte zu tun? Ist irgendwas, klingt auch nicht unbedingt slawisch, aber es ist irgendwas. Das ist, und dann spekulieren die ganz lange. Wenn es jemand liest, und das haben Leute gelesen, deren Muttersprache russisch ist oder ukrainisch, wird dieser Titel und mein Deckblatt, auf dem dieser Titel steht, zu einem Kriegsschauplatz. Weil Watnik im Grunde genommen ein Schimpfwort für Russen ist, geschaffen im Krieg 2014 Ukraine-Russland. Und Watnik ist etwas, was Ukrainerinnen zu Russinnen sagen, wenn sie sie beleidigen wollen. Und ich könnte jetzt ganz lange erklären, wie ich auf diesen Titel komme, weil es ist, wenn du das Wort an sich siehst, steht da Körperwärme. Und Körperwärme ist etwas Schönes. Aber was dahinter steckt, ist ein Krieg, über den wir nach wie vor nicht sprechen oder nicht ausreichend sprechen. Aber bevor ich das alles einem deutschen Publikum, für das ich schreibe, weil ich schreibe auf Deutsch, erklären kann, muss ich meinen Titel ändern. Ich muss meinen Titel ändern. Und ich habe mit einem ukrainischen Historiker gesprochen, der im Grunde genommen für meinen Roman, der mir erklärt hat,
es ist absolut unmöglich, ukrainische Geschichte zu vermitteln, weil wenn ich sage, ja, das war so ein tschechowscher Stil, aber man könnte auch sagen, es gab Momente von Dostojewski, dann wissen alle im Westen Bescheid, zumindest in so einer bestimmten elitären also in der elitären Clique von Leuten, die sich mit Kultur auseinandersetzen, wissen sie, was sie mit Dostojewski und Tschechow meinen. Die Referenzen sind sofort klar. Die Referenzen sind klar. Wenn du dasselbe mit ukrainischen Schriftstellern machst und sagst, Oksana Sabuschko ist sowas wie die Elfriede Jelinek Ukraines, werden sie sagen, Jelinek. Das verstehe ich, ja. Genau. Du musst quasi dich immer abarbeiten an dem, was dein Publikum kennt. Und das macht meinen Erfahrungsschatz zum Teil zumindest exotisch. Zum Teil bin ich ständig in Erklärungsnot. Und ich suche nach einem Weg, damit umzugehen, ohne der Kunst zu schaden. Hast du Strategien? Kennst du das Gefühl? Oder ist es etwas, wo du einfach drumherum tanzt? Also auf eine Art nehme ich etwas, wo sie glauben, das Referenzsystem zu kennen. Ja. Kleist, Wagner, wie auch immer. Okay. Und dann ändere ich die Vorzeichen, die und dann ist es ein bisschen so wie bei am Ende von Inglourious Basterds, wo Hitler umgebracht wird und die sagen, das war anders. Ach so, das ist es nicht mehr. Das ist ein Kuss. Genau, das ist jetzt nicht mehr Kleist. Und dann, das ist dann der Moment, der mir sehr oft vorgeworfen wird, aber wo sie auch ein bisschen, also fast ein bisschen andersrum. Ne? Mhm. Das hängt aber natürlich damit zusammen, ich bin in Deutschland so geboren, aufgewachsen, sozialisiert, ich habe Germanistik studiert, ich filter das durch meinen Körper, durch meinen Blick. Aber das Referenzsystem ist erstmal Kleist, relativ klar. Bei Get Deutsch ist es eher eine andere soziale Klasse, die vielleicht irgendwie so in der Hochkultur noch nicht erzählt wurde, würde ich behaupten. Oder nicht in der Verschränkung mit Flucht und Migration und Arbeitsmigration und so weiter. Und da war es für mich total hilfreich, dass das Team Übersetzungsleistung gemacht hat und ich sagen konnte, mein Text ist mein Text und da wird nicht drin erklärt und nicht drin übersetzt und auf der Bühne machen die dann auf eine Art, was sie wollen, spielen damit. Aber ich finde, wir müssen diese Frage weniger nehmen als inwiefern beschränkt das unsere Kunst und anders eher, welches Potenzial liegt in diesem Spiel vielleicht. Also wo ist auch die Chance, wo ist Desintegration von dem Blick auch etwas, was Freiräume schafft. Nadine Gordimer, das ist eine südafrikanische Autorin, die sich viel mit Apartheid und dem Regime beschäftigt hat, hat gesagt, die Frage, für wen schreiben wir, ist wie eine Blechdose am Schwanz des Textes. Ich kann sehr viel damit anfangen. Ja. Für wen schreiben wir? Du hast am Anfang gesagt, ich schreibe aus der Geschichte, damit etwas bleibt. Du hast Baldwin sozusagen, Zeitzeugen und so, Archiv, wir haben sehr viel darüber geredet. Baldwin hat auch mal gesagt, the success of one artist does not mean that the next one will have it easier. Right. Wofür schreiben wir? It is getting easier. He was wrong. Okay, sehr gut. Ja, ich meine, eigentlich ist das beste Schlusswort. So aber ist ich, es. Aber ich würde es trotzdem kurz ausführen. Es ist für diverse schwarze, queere Autorinnen nicht einfach, aber einfacher zu schreiben als für Baldwin. Der Sieg oder die Errungenschaft ist nur so minimal, dass es einen zum Verzweifeln bringt. Als ich studiert habe, war ich die einzige jüdische Stimme, zumindest die allen um mich herum bekannt war, deswegen haben sie sich so auf mich gestürzt. Das ist nicht mehr der Fall. Als ich studiert habe, war die Theater heute das wichtige Magazin für Theater, das Magazin für Theater quasi, das Sprachrohr. Es gab uns nicht da drin. Und mittlerweile sind deine Stücke da abgedruckt, sie waren Stücke von, im Grunde genommen von allen aus unserem Netzwerk. Und sie fragen uns nach Essays. Es wird besser. Wir müssen nur sehr, sehr geduldig sein. Vielleicht ist das Schlusswort. Damit, mit dem Optimismus gehen wir raus. Okay. Vielen Dank. Danke dir. Danke. Danke.